So Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier gerade eben geparkt und zwar beim lieben Niklas. Joel ist auch schon am Start. Ja, heute wird wieder ein lustiges Video produziert, denn wir haben heute was vor und zwar wollen wir heute eine Rückfahrkamera in den Skoda einbauen. Vor einer Woche kam Niklas einfach so richtig random bei mir zu Hause vorbei, hatte dann die Rückfahrkamera dabei und hat dann gesagt, ja, die ist für dich geschenkt. Mega geil, richtig cool. Und jetzt hat er mich heute angerufen und er hat gesagt, er hat Zeit, um die einzubauen. Also werden wir die heute auch verdammt nochmal einbauen. An dieser Stelle auf jeden Fall danke an alle, die dabei waren. Hey du Lappen! Niklas, erklär mal. Das ist einmal ein Kabelsatz. Ja. Für Rückfahrkamera. Der Kabelsatz für Rückfahrkamera, ja, also gelegt wahrscheinlich. Irgendwie hier drinnen dann, also am... Den müssen wir legen. Am bis Hebel? Bis nach vorne, ne? Bis nach vorne legen. Genau. Der wird bis nach vorne gelegt. Der kommt danach hier so lang, da durch, oder? Gucken. Ja, der hat keine Rosette. Das heißt, der kommt nachher hier mit durch, da durch. Und dann bis nach vorne durch. Hier wird er durchgezogen. Ja, genau. Okay. Ja. Gut, dann haben wir Kabelsatz einmal. Und wir haben dann einmal natürlich den Einbausatz mit der Kamera, ne? Genau, die Rückfahrkamera selber. Der ist ja im Hebel integriert, genau, kannst du yes, auspacken. Kann man eigentlich mal zeigen, so, ne? Also richtig klug. Wir müssen mal gucken, entweder ist deine Klappe mit der größeren Öffnung schon versehen, sonst muss die Öffnung noch größer gemacht werden, laut Anleitung. Marcel denkt so, ja, der kommt nachher hier so rein. Ist cool, ne? Super entspannt, also richtig geil, also super versteckt und richtig klug. Und mit Wischfunktion, also mit Saubermachfunktion. Genau, hier mit Düse, hier so, damit er ein bisschen einmal sauber macht. Deshalb, ne, original VW. Ansonsten ist da ja noch ein Satz, ums Radio quasi auszubauen. Genau, habe ich dazu bestellt, weil das war leider nicht mit dabei. Ja. Also die Dinger braucht man anscheinend, um das Radio auszubauen. Deswegen habe ich gesagt, komm, stell's mal. Ja, läuft schon. Dickes Dankeschön nochmal. Diese Clips hasse ich, Alter. Wir müssen was so oder so abmachen. Ah, guck mal. Man muss richtig Mut bei haben, weil es immer so brachial anhört, Alter. Übel. Da ist keine Angst haben zu ziehen. Du hast das Schall, den Schall gehört? Ja, übel, Digga. Klatsch, klatsch, klatsch. Ah, tschüss, chillisch! Und mal Haltergang, ganz sogar, Digga. Ach krass, das sind die Halter? Ja. Ja, heftig. Ja. Ah. Ja, wahrscheinlich, weil du so ziehst oder so, was auch immer. Oh, stimmt. Wow, ich bin auf Brüssel. Hast du rausgeholt? Das ist er schon. Beim Glück müssen sogar nie aufschneiden, so wie es aussieht. Du hast schon die breite Öffnung, so wie es ja, aussieht. Nice, breit. Oder? Der Kollege gucken. Ist breit. Muss nämlich die breite Öffnung haben, ein bisschen aber breiter. Kabel müssen wir aber tauschen hier, oder? Hä? Ah, nee, das nee, ist. Kabel kommt da dran. Ah, das ist ja die normale. Ja. Ah, geil. Wollt's filmen von hier? Check the booty. Gut. Okay, ich kann nicht filmen und drücken. Ich filme und drücke. Ja, das klingt gut. Okay, so Leute, also wir haben gerade geschaut, was haben wir geschaut? Mit der Düse und mit der dem... Wasserdüse, genau, aber das ist irgendwie so ein komischer Weltschlauch, ist das? Ja. Den jetzt durchzuschneiden. Außerdem müsstest du den ja quasi von hier rüberführen, auch richtig stressig. Ja, ja, ja. Also auch wieder Scheißarbeit. Ja, wobei das geht, das kriege ich ja hier durch den Kanal so hin, so dann hier durch, ne? Trotzdem scheiße. Aber ich glaube, den kriegen wir noch nachträglich irgendwie dran. Also ich würde sagen, muss nicht, das passt so, weil die Kamera kann man ja trotzdem selber sauber machen. Geht ja noch. Erstmal in erster Linie die Kamera dran kriegen und dann gucken. Mal gucken, wo viel Decker über mir ist. Ich glaube, das ist Spannungsversorgung. Ich glaub, der konnte mich hin. Spannungsversorgung legen wir links lang, sagt Niklas. Rückfahrsignal. Spannungsversorgung kommt an den Wischermotor. Seht ihr? Ich habe keine Ahnung. Ach. Gut, Zündung bleibt an. Alter. Wir haben jetzt gerade von hier den Draht komplett hochgezogen bis hier so, oben. Da. Und jetzt werden wir das Kabel an den Draht befestigen und dann wieder zurückziehen. Digga, weißt du, was das Ding ist? Nö. Wir müssen zweimal machen. Da muss ja noch das Kabel für nach vorne. Musst du nur mit der Lang. Dann lass du direkt jetzt mit. Nee, wir müssen so durch. Weil ach so. So haben wir den dicken Stecker und den dicken Stecker will ich nicht dadurch finden, sondern nur die dünnen Kontakte. Ah, okay. Niklas ist gerade dabei.
das Signalkabel zu legen. Genau, Rückfahrkamera. Genau, für die Rückfahrkamera, damit, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, das heißt hier die Rückwärtsleuchten angehen, dann soll die Kamera angehen. Das Kabel führen wir von der Rückfahrkamera hier rüber, über die Säule hier. Und dann, da seht ihr das gerade, ist ja auch dabei, kommt so das Kabel Kacke da durchzufummeln. Durch diese Führung, ja, ein bisschen Fummelarbeit. Und dann hier runter. Und hier hinten wird das dann angeschlossen an die Rückfahrkamera. So, das ist der erste Step. Der zweite Step ist die Verbindung zur Konsole vorne. Genau. Die wird dann von vorne nach hinten gelegt. An welches Kabel kommt das dann? Das ist jetzt hier hinter. Ah, da ist ein Anschluss. Genau, hier ist ein Anschluss, der hier. Okay, an den Anschluss. Ne, das ist halt auch von dem Drücker selber, also ja, von der Kamera selber. An den Anschluss kommt dann das Kabel von vorne. Und hier hängen noch zwei Kabel. Die kommen dann an den Wischermotor für Spannung, also für Stromversorgung. Ja, habe ich richtig erklärt? Yes, wir können auch nachher die Pinbelegung mal direkt sagen. Die Pinbelegung. Relevant. Was ist das? Das ist damit der Computer checkt, dass das die Rückfahrkamera ist? Stromversorgung, PIN, damit jemand weiß, wo dran und so. Achso, ja, das für mich einfach separat einmal dann. Die PIN-Belegung, damit ihr mal wisst, wie was gelegt werden muss. Wie gesagt, ich bin nicht der Techniker. Der Niklas kennt sich aus, aber vielleicht kann euch das ja weiterhelfen. Ich schwenke da einmal kurz rüber. Ja, das ist 9217. Das ist die neueste, ne? Ich glaube, der ist mit seiner... Oh, ist so. Oh. Ich hoffe, falls mir einer oder zwei kaputt gehen, weißt du. Ich raste gleich aus, Alter. Man denkt immer, es ist kompliziert, aber das sind die einfachen Sachen, die abfacken. Diese scheiß Fummelarbeit hier krieg ich zum Verreck nicht hin. Ich hol gerade noch das Radio. Hier jeweils vier Schlitze. So, so, so und so. Und wenn du genau mit Licht leuchtest, siehst du die Schlitze. Muss. Beide drin haben, sonst geht das nicht. Ja, wahrscheinlich sind gelockt. Ja, irgendwie sowas. So Leute, wir sind kurz davor fertig zu werden, glaube ich, oder? Mit Panzertape, richtig klug hier. Nee, weil du kannst hier nicht greifen, deswegen mach ich Panzertape dran. Ja, und dann kannst du den nämlich hier ziehen. Richtig. So, jetzt wird hier noch Kabel gelegt. Danach wird hier oben noch Spannung für die Kamera gelegt. Vom Wischmotor. Und dann sind wir set, dann sind wir ready. Let's go! Und dann sollte da vorne auf dem Bildschirm dann ein Bild rauskommen. Ab und dann genau. Kabel dran. Isolierung rundherum vom Originalkabel ab und dann Kabel dran und dann dran löten und dann easy. So Freunde, es ist alles verbaut. Letzter Schritt jetzt nur noch und zwar programmiert. Hol mal den Zettel, den brauchen wir noch. Da bin ich hier. Zum Beispiel, es wurde nur aus der Codierung aus dem CND. Sehe ich ja zum Beispiel. Also. Yo! Da ist einfach ein Bild! Kamera, Bruder. Krass! Ha! Nice! Alter, krass, Junge! Da ist es! Da ist das Bild! Einfach so! Parken leicht gemacht für Marcel. Upgrade ist da! Ich sag mal, man muss halt den Leuten dazu sagen, ne, also ihr könnt es theoretisch alles selber nachrüsten, ist kein Problem, aber es geht halt ums Kodieren, das kann nicht jeder. Aber ja, wenn ihr zum freundlichen halt Vorhändler geht oder zu einem Kfz hier um die Ecke, die haben meistens so Programme. Die machen das meist für ein Apple und ein Ei, das Programmieren, dann geht das. Ne? Ja gut, das ging auch schnell jetzt, ne? Ja, also ist nicht mal viel Arbeit. So 10 Minuten oder so, ja, vielleicht fürs Codieren? Nicht mal, ne? Ja. Deswegen. Geil. Das ist nachher im Endeffekt halt nur das Programmieren, was die Leute halt machen müssen über eine Werkstatt oder so, wenn die das Programm nicht haben. Wobei so ein Stecker kostet 500 Euro, den kauft man sich einmal, da kann man alles programmieren, ne? 500 kostet der? Ja. Boah, krass, Alter. Schon ordentlich, ne? Heftig, ja, schon toll. Ist halt originaler, ne? Ja, auf jeden Fall dickes Dankeschön an alle, die daran beteiligt waren, nochmal hier an der Stelle, habe ich am Anfang schon erwähnt. Niklas war natürlich hauptsächlich daran beteiligt, würde ich sagen, und natürlich hier beim Einbau, sehr fleißig. Dickes, dickes Dankeschön. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen da und boom! Lass mich hier hängen. Nein, 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 nein.
Lasst gerne einen Daumen da, ein Abo und checkt unbedingt den Niklas ab. Hier, ne, sein Kanal, Niklas Wetterhahn. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Hab Bock gemacht. Peace. Ja, war geil.